Howdy Leute und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Rebirth. Und ihr habt gerade gesehen, was mir gefolgt ist aus dem Garten. Oh mein Gott. Aber zunächst, wir haben den Helmschlüssel gefunden in der letzten Folge. Und sind dann mir nichts, den ich zurück ins Haus gegangen, weil wir gedacht haben, hey, wir können jetzt neue Wege erschließen, was wir auch können. Allerdings müssen wir jetzt erstmal an diesem Monster vorbei, was mir gefolgt ist. Ah! Nein, 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 nein! Ah! Ah, friss Taser, du Biest! Noch nicht tot. Jetzt ist es tot, wenn es schreit. Oh, Leute, das sind M121 Hunter. Das kommt dabei raus, wenn man Reptilien-DNA mit Menschen-DNA kreuzt. Diese Monster. Und ich habe in der letzten Folge was vergessen. Aber einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Ich habe was vergessen in der letzten Folge. Und zwar dieses Emblem, wo ich in den Garten rausgegangen bin. Das muss ich mitnehmen. Das brauche ich nämlich jetzt im Haus. Das Wappen passt genau in die Einbuchtung. Stein- und Metallobjekt mitnehmen. Natürlich. So, jetzt ist mein Inventar natürlich voll. Und ab jetzt sind wir auch so gute 50% im Spiel. Wir haben also die Hälfte durch. Aber Zombies und Cerberus-Hunde sind nicht mehr unser größtes Problem. Unser größtes Problem sind diese Hunter, die nun dieses Haus bevölkern. Die Tür ist verschlossen. Das Wappen des Spencers ist in den Türgriff eingraviert. Das ganze Haus wimmelt jetzt von Hunter. Es ist jetzt gefährlich, hier irgendwie durchzugehen. Deswegen, wo waren die Türen mit dem Helmschlüssel? Mir fallen jetzt spontan zwei ein. Einmal hier oben. Hier. Hier der rote Strich, das ist eine Tür mit Helmsymbol. Und hier auf der Seite ist auch eine mit Helmsymbol. Die Frage ist, wie gehe ich da am besten hin? Ohne dass ich zerfleischt werde von irgendwelchen Huntern. Da wäre auch ein Speicherraum auf dieser Seite. Ah, oh, Leute, Hunter, die können mich mit einem Schlag töten, wenn es blöd läuft. Oh ja, da ist ein Hunter. Jetzt sehe ich den nicht, der ist 100 pro ums Eck. Da ist er. Stirb, 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 stirb. Verblute, komm. Ah, oh, wie die aussehen, hä? Okay, da ist die alte Nachricht. Also, Pistole ist ab jetzt total nutzlos gegen die Viecher. Da brauchst du irgendwie ein ganzes Magazin, um die Platz zu bekommen. Nur noch schwere Waffen, ich sag's euch. Nur noch schwere Waffen. So, ich lege jetzt erstmal das ganze Heilzeug ab. Gott, habe ich viel Zeug in der Kiste. Die Granaten lege ich auch mal ab. Ja, muss reichen. So, Gott sei Dank stehen die Hunter nicht mehr auf, also nicht so wie Zombies und Crimson Head. So, die Frage ist, sind das hier auch Hunter oder nicht? Hier ist schon mal keiner. Naja, das Stun macht's auch nicht besser. Jetzt, wenn da einer ums Eck steht, habe ich ein Problem.
Nee. Ach, Gott sei Dank. Wie gesagt, Zombies sind jetzt unsere geringste Sorge. Hunter sind das neue Übel. Das müsste eine Helmtür sein, oder? Sie haben den Helmschlüssel verwendet. Wunderbar. Jetzt ein Raum voller Hunter oder so. Nein! Gucken wir mal. Wo bin ich denn jetzt wieder? Oh, eine Büste. Beziehungsweise Statue. Oh! Okay, das ist eindrucksvoll eine Falle. Das sehe ich sogar von hier. Oh, da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Drücken. Jawohl. Oh, nimm die Beine in die Hand. So, auf der rechten Seite, wo der Schalter war, war der Hinweis, da war eine Statue eingepasst in eine Vertiefung. Ich glaube, das ist schon richtig schrecklich vorstellen, wenn so hässliche Fotos auf einen zukommen, so, nein. Phew. Gott sei Dank hält das Ding das aus. Also auf dieser Seite kann ich gar nicht rein. Hm. Ja, ist aber mehr ein Kinderrätsel, würde ich schon fast sagen. Also es ist wirklich nicht schwer. So, warten wir wieder, bis die Wände ganz außen sind. Ach, die gehen automatisch rein. Ah, okay. Da, nach ganz links muss das Teil, auf diese Plattform. Nachdem ich nicht zerdrückt werden will, werden wir das jetzt mal ganz fix machen. Solche Rätsel sind mir immer tausendmal lieber, als wie dass ich gegen Hunter kämpfen muss. Da schiebt er das Ding einfach darüber. Ich glaube, es hackt. Gut, da muss ich ein bisschen schneller schieben, es hilft alles nichts. Schnell, chill, schnell, 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 schnell. Ah, so schnell kann ich ja gar nicht schieben. Und dann einfach ganz nach links. Ah, jetzt geht die Wand schon wieder zu. Böse Wand! Ja, wie gesagt, wer solche Häuser baut, hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Also ich warte, bis die Wand ein bisschen weiter zugeht, sonst bin ich tot hier hinten. Natürlich nicht so schön, wenn euch das Ding da, zerdrückt an der Wand, ja, aber okay. Gut, ich hätte mir das viel, viel einfacher machen können. Ich habe es so umständlich gemacht. Einfach nach ganz nach hinten schieben und dann auf die Seite. So, jetzt müsste das passen. Jawohl. Da bleibt die Wände auch außen und die Wand geht auf. Hunter? Nee, oh, da liegt was. Battery Pack, das nehmen wir natürlich mit. Vor ihren Füßen ist ein Loch. Sie können nicht weit hineinsehen.
Hinabsteigen? Ja, das ist eine tolle Idee. Steig in das dunkle Loch, wo du nicht siehst, was drunter ist. Letztes Buch, Band 1, mitnehmen. Adler des Südens, Wolf des Nordens. Gucken wir doch mal, was drin ist. Was bedeuten die Wörter auf dem Einband? Habe ich gerade gesagt. Ah, es war eine Medaille im Buch versteckt. Gefunden im letzten Buch, Band 1. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Sehr wahrscheinlich, Jill. Keine besondere Merkmale. Ich sehe doch, dass da was eingraviert ist und drei Punkte. Wenn das nichts Besonderes ist, Jill, dann weiß ich es auch nicht. Was haben wir hier noch? 29. November 1967. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen, voller Formaldehyd. Und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen, aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor. Es war wie ein Reflex, sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica! Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. 30. November 1967. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. 31. November 1967. Es war ein finsterer und feuchter, unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse. Aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab! Und tief in den Stein gemeißelt, mein Name, George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist zu weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor. Ein Name ist in den kleinen Grabstein eingraviert. George Trevor. Da ist ein Schalter. Drücken. Ja, George Trevor ist der Mann, der dieses Haus für Umbrella entworfen hat. Und nachdem er die Ansichten von Umbrella nicht ganz so geteilt hat, beziehungsweise entbehrlich wurde, hat man sich entschlossen, ihn hier in diesem Haus zu begraben. Ich höre Geräusche. Spinne. War ich hier schon mal? Nein. Haus Keller 1. Moment, da hängt eine Karte an der Wand. Du hast eine Karte von Haus K1 mitnehmen. Okay, das hat ja nicht wirklich viel aufgedeckt. Sie haben die Karte von Haus K1. Es ist immer gut, eine Karte dabei zu haben. Oh, da liegt was. Gewehrmunition mitnehmen. Ja, natürlich nehme ich Gewehrmunition mit. Im Karton liegt der Rückenpanzer einer Spinne. Da ist sogar die gute. Verdammt. Hilfe. Ganz schnell hier wieder raus. Ich will keinen Schuss an die Spinne vergeuden, wenn da Hunter rumlaufen. Spinnen sind mein letztes Problem. Oh, ich höre auch schon wieder etwas. Oh, ich
Ich bin Vorsicht. Und ich höre Zombies. Oh, da liegt was. Verdammt, das sind mehr Zombies. Ah, noch ein Schritt. Wir sehen mich aus leeren Augen einfach anstarren, im Mund weit geöffnet. Fleisch. Ein Dolch. Wunderbar. Da guckt sie euch an. Mit leeren Augen. Ah, widerlich. Da geht's nochmal ums Eck. Ich will nichts sagen, aber der Keller steht leicht unter Wasser. Ich habe noch 4 Schuss in meinem Gewehr. Oh, oh, Wasser und Strom, das ist gar nicht gut. Das sieht nach der Stromversorgung für den Aufzug aus. Die Hauptsicherung ist durchgebrannt. Auswechseln. Die Stromversorgung scheint wieder zu funktionieren. Okay, ich will aber da trotzdem nicht im Wasser stehen, wenn da irgendwie ein Funke das Wasser berührt. Oder ein Kabel ins Wasser fällt oder so. Ah, wie dreckig und schimmelig es hier unten einfach ist. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Die Metalltür öffnet sich. Ach, jetzt bin ich wieder in der Küche. Ach, das ist der Zombie, den ich damals abgehängt habe. Der ist immer noch da. Der Arme. Der wandelt seitdem nur um den Tisch. So, aber es wird wieder gefährlich. Werden wir Spinnen jetzt lieber aus Hunter. Oh, und es blitzt. So, ich könnte jetzt schon Aufzug fahren, aber das will ich noch gar nicht. Ah! Komm, du Süßer! Die sind so eklig. Ah, wie er sich windet. Springt der einfach durch die Tür. Okay. Ja, er blutet den Teppich voll, er ist tot. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, Hunter. Ja, ihr merkt schon, ich mag keine Hunter. Hunter ist nämlich fies. Sind wir den Licker noch lieber als Resident Evil 2 mit der langen Zunge? Und die Hunter ziehen auch noch so viel ab hier. Die, wenn die Sprungattacke machen, die können euch sofort den Kopf abreißen. Deswegen immer zuerst schießen und dann Fragen stellen. So, die Eingangshalle, die immer noch verlassen ist. Wo ist eigentlich Barry und Wesker? So, an diese Tür erinnert ihr euch wahrscheinlich. Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag. Ich will es gar nicht wissen, Chill. So. Eins ist eingepasst. Eins fehlt uns noch. Aber so ist das ja meistens hier in Resident Evil, dass immer eins fehlt. So. Dann würde ich mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter von Resident Evil Rebirth. Hier in diesem wunderbaren Herrenhaus. Jetzt mit Hunter. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge doch einen Daumen und schreibt einen Kommentar. Und ich sage wie immer, stay tuned. And so long.